Wazy Time. Hey Leute, es ist Wazy Time. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Yui. Ich bin Sora. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Also ja. An erster Stelle danke an das liebe Duki Duki und Koneko Team für die Einsendung dieses Meisterwerks. Wir hätten uns im Pride Month über nichts mehr freuen können als dieses Magazin. Die Doki Doki Zeitschrift erscheint einmal im Jahr und das heißt, die gibt es einfach schon seit 8 Jahren. Das ist so krass, weil ich selber kannte die gar nicht. So lange dürfen gleichgeschlechtliche Paare Deutschland nicht verheiraten. Oh. Ja, und das finde ich halt super toll, weil kommt uns zugute, jetzt können wir sie sehr, sehr nice reviewen. Passend für euch natürlich. Mann. Richtig. Und dieses Magazin hat ein unglaublich geiles Feature. Ich zeig's euch. Vorne Boys Love, hinten andersrum Girls Love. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei, ne? Eben. Aber wir fangen, glaube ich, an mit Boys Love. So. Also erstmal, was ich sehr gut finde, ist Sticker, ne? Den würde ich mir an mein Auto kleben. Top und, das ist so ein Switcher. Ich bin kein Lichtschalter. Die kenne ich auch. Ja, die kenne ich. Das ist Given. Oh, ich habe gegen das Mikrofon geboxt. Geboxt? 2 Sekunden und es fängt schon an mit Bumsen. Das kenne ich, das kommt aus China. Das ist nämlich ein weiteres Feature von der Doki Doki. Es geht halt nicht nur um Japan, es geht auch um China, Thailand, ja. Korea, alles, alles mit drin, alles. Alles, einfach alles. Ja, deswegen haben wir hier außer Deutschland. Link-Klick. Wie sehen denn die Sticker auf der Rückseite aus? Gute Frage. Aha. Boah, das ist richtig rumgeflippt. Hime Joshi, was heißt das denn? Prinzessin... Hime. Yoshi. Ist das nicht der von Mario? Ja. Mein OTP. Oh, ich finde es toll, dass die aussehen wie Kinder. Hier, warte mal. Was steht denn da drauf? Juri. Also ich bin eher so der Boys Love. Nee, das ist sexistisch, wenn ich das sage. Hier, ich klebe mir das Yaoi klebe ich mir auf die Stirn. Jetzt sind wir cool. Regenbogen. Weiter geht's. So. Wir sind immer noch bei der ersten, beim Titelblatt. Ja, fangen wir mal an. So, jetzt klappen wir auf. Out and proud. Das sage ich mir auch immer, wenn ich draußen bin. Oh, guck mal, wo man in Japan queere Partys feiern kann. Ey, das ist krass. Das ist schon mega im Underground, oder? In meinem Studium habe ich mal gelernt, dass man nur in Shibuya gleichgeschlechtlich heiraten kann, sonst muss man den jüngeren Partner adoptieren, damit man den gleichen Familiennamen hat und ihn im Krankenhaus besuchen darf. Das ist so widerlich. Ja, Japan ist auf jeden Fall sehr weit vorne, was das anbetrifft. BFF oder BL? Der schmale Grat zwischen Bromance und Liebe. Das sehe ich jeden Tag, wenn ich neben dir sitze. The Power of Boys Love. Wieso hast du nicht darüber deine Bachelorarbeit geschrieben? The Power of Boys Love, das ist ein guter Titel auch. Ja, finde ich auch. Ist catchy. So, was haben wir hier? Wir haben Feature, der Hype um... Weißt du, das versuche ich, glaube ich, besser nicht mal. Das deutsche Boys Love History. Die deutsche Boys Love History. Du riechst hier voll aus dem Konzept. Oh, das Thema Altersunterschied. Oh, das ist interessant, weil das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber bei Boys Love Animes ist es sehr oft so, dass der Altersunterschied immens ist. Boys Gone Wild. Ja, Title of Tape. Willkommen zurück bei Doki Doki, dem vielleicht einzigen Magazin für gleichgeschlechtliche Liebe im Manga, Anime und allgemein der japanischen Popkultur. Ist auch traurig irgendwie. Also wir fassen zusammen. Alles, was wir schon gesagt haben, steht ja auch nochmal. Wie gut, dass wir es erwähnt haben. Oh. Das habe ich so oft gesehen, auch so Cosplayer, die das cosplayen, aber ich kenne das gar nicht. Der Name hinter einer globalen Sensation. The Grandmaster of Demonic Cultivation. Hört sich ja sehr dämonisch an. Hier steht bestimmt, worum es da geht. Okay, das ist eine Autorin. Ein Pseudonym, das steht hier. Zu erwähnen ist, dass ihr Name nicht der richtige Name der Autorin ist, sondern ein Pseudonym. Okay. Ja, die will sich bestimmt schützen. Ah, gerade im konservativen China ist dieses Pseudonym auch notwendig, auch wenn man natürlich trotzdem für seine Werke rechtlich verantwortlich ist. Das ist so interessant. Krass. Ja, es ist sehr interessant, aber ich finde es auch echt traurig. Ja. Hier steht auch, ja, China sieht homosexuelle Liebe immer noch als obszön an. Es ist was ganz Unnatürliches. Einfach. Also in der Tierwelt habe ich das auch noch nie gesehen. Nee. Das heißt, als sie auf die Uni kam, wollte sie Literatur als Hauptfach wählen, um ihrer Leidenschaft dem Schreiben weiter nachzugehen. Ihre Mutter gab ihr jedoch in den Rat, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das ist so typisch chinesisch, oh mein Gott. Das weiß ich! Damit sie sich nach ihrem Abschluss selbst ernähren könnte, während sie nebenbei schrieb. Somit, das ist aber ein guter Tipp, dass sie sagt, sie soll eher was Vernünftiges oder was Richtiges. Im Sinne von einfach, dass, falls das mit dem Autorendasein nicht klappt, dass sie noch irgendwie eine Lebensgrundlage hat, ne? Mhm. Ach, dieser Ausdruck wurde zu ihrem Künstlernamen. Also, ihr Name, Duft von Tinte, Gestank von Geld. Der Artstyle ist super schön. Mhm. Und sie sah sich mit unzähligen Anfeindungen und Hassreden konfrontiert. Ja, sie erhielt... Jetzt musst du lesen. Plagiatsvorwürfe. Sieht richtig schön aus.
Krass. Da sollen anscheinend unangemessene Inhalte zu sehen gewesen sein. Ja, da nehmen sich zwei Männer, das ist auf jeden Fall. Okay, dann hat sie versprochen, dass diese Inhalte geändert werden. Ja, das heißt, sie wurde dann doch Opfer der Zensur, glaube ich. Also man wird halt auch in Deutschland, gerade in der LGBTQIA+-Community, was man halt so mitkriegt, dass da häufig doch noch sehr viele Vorurteile und sehr viel Hassrede auch im Internet passiert. Einfach nur, weil man sich beispielsweise öffentlich outet oder so. Das bringt das Ganze aber nochmal so auf Next Level einfach. Das ist wirklich so. Also China ist wirklich... Also, ja, China. Das ist ein bisschen... Das ist aber süß jetzt. Ja, ne, mach ja, das warte, auch. Warte. Ich mach das ein bisschen nicht so schief. Jetzt habe ich deine wichtige Rede unterbrochen. Ich weiß es selbst nicht mehr. China. Ja, China zensiert sehr viel, aber wir kriegen trotzdem sowas. Und das ist sehr gut, weil es heißt, irgendwas passiert da, irgendeine Entwicklung. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung. Ja, finde ich auch. Ja. Guck mal, es ist so ein Live-Action. Es gibt eine Live-Action-Adaption aus China, aber es wird halt so runtergespielt, was ich so mitbekomme, ich habe es nicht gesehen, dass es halt als Freundschaft abgestempelt werden kann. Das ist wie in dem neuen Harry Potter-Teil, wo sie den Teil mit, wo Grindelwald zu Dumbledore sagt, oder Dumbledore zu Grindelwald, dass er ihn liebt. Das ist halt nur dieser eine Satz, den kann man dann in Europa und Amerika zeigen, aber in China wird er halt schön rausgekattet. Ja. Ne? Aber ich muss schon was erwähnen, der Blick ist schon echt gut. Aha. Guck mal, da küssen sie sich fast und da liegen die aufeinander. Oha. Das ist ziemlich spicy stuff, oder? Ach, das ist ja süß. Wie nennt er mich jetzt an Kenma? Ich sehe in allem Haikyuu. Du siehst auch in allem Haikyuu. Ja, ja, wollte ich gerade auch sagen. Die liebe Yui wollte mich mit einem chinesischen Anmachspruch begrüßen und ich möchte gerne, dass du ihn wiederholst. An alle Chinesen da draußen und alle chinesischsprachigen Menschen, es tut mir unglaublich leid. Alles für dich, Baby. Ich weiß, was ich witzig finde an diesen ganzen chinesischen, wie man das nennt, diese chinesischen Voice Love. Dinger halt, ja. Ne? Die Titel. Das ist ja immer ein ganzer Satz. Aber ist in Japan mittlerweile auch so. Also ja, gefühlt schon. Ich habe jetzt erst letztens einen gelesen, da stand, my ex-girlfriend is now my stepsister. Was hast du denn da wieder gelesen? Nein, das du war Sau. So eine Anime-News. Ja, ja, das ja, war ja. Sogar von Ninotaku TV. Ist das nicht? Das ist warte mal. Leute, Loveless war mein allererster Boys-Love-Anime. Ich fand 11 oder so und ich fand das so verrückt, als ich das gesehen habe. So, haben die was miteinander? Aber der Altersunterschied war wirklich krass bei denen. Ja, das ist auch gerade so ein richtiger Nostalgie-Griff. Ach du Scheiße. Loveless, oh mein Loveless ist Gott. Oh, aber das Ending war so schön. Das, oh mein Gott, stimmt. Da müssen wir gleich nochmal hören. Jawohl. Boys Love in Deutschland, von damals bis heute. Wenn man die Anzahl der in Japan erscheinenden Anime-Serien bedenkt, dann sind BL-Anime doch immer noch recht rar gesät. Kein Wunder also, dass auch deutsche Fans nach jedem Schnipsel greifen, der es nach Deutschland schafft. Und das schon seit längerer Zeit. Ja, das stimmt. Ich glaube, jeder Boys Love-Fan kennt auch jeden Boys Love-Manga/Anime. Kennst du My Sexual Harassment? Und warum ist der Titel in jeder erdenklichen Hinsicht bedenklich? Er will missbraucht werden. Ja, er will missbraucht werden einfach. Guck ihn doch mal an. Ja, nee, stimmt. Wenn ich den ja, das ist bestimmt eine richtige Sau. Das ist richtig schlimm. Kiss in the Dark. Ja. Kiss in the Dark ist sehr verwerflich, weil die haben, also dieser kleine Junge und sein, ich will das gar nicht sagen, Stiefvater. Aber Papa in dem Sinne, also wirklich eine Position Stiefvater. Hat er in seinem Leben, der wirklich Vater-like ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob der wirklich der Vater ist oder Stiefvater. Er kümmert sich auf jeden Fall um ihn und die haben und wirklich, ist deutlich älter. Die haben wirklich in der Serie auch intime Momente. Und er ist wirklich 14, 15, er sieht aber aus wie 9. Das ist Yuri on Ice. Ach, Yuri on Ice ist toll. Oh, Yuri on Ice ist richtig toll. Das ist richtig, richtig süß. Und dann ist auch so ein richtiger wholesome Anime. Das ist Gravitation. Ja, und das ist Loveless. Das ist Loveless. Okanega, nein, no money. Nee, das kenne ich tatsächlich das fühle ich. Nicht. Das sieht furchtbar aus. Es sieht wirklich furchtbar aus. Und das ist genauso wie Kiss in the Dark, auch so schlimm. Super Lovers. Super Lovers, aha. Das Seelendrama des jungen Mondkönigs und der deutsche Krieg Ludwig in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ich kann mir nichts Heißeres vorstellen als den historischen Bayernkönig Ludwig II. Ist übrigens neu, könnt ihr jetzt kaufen, bei Panini Manga erhältlich für schlappe 22 Euro. Okay, was haben wir hier? So,
Das sieht aber süß aus. Ah, guck mal, da haben wir Given. Ach, Given. Ja. Ja, Given ist sehr süß und soft. Guck mal, hier ist Cherry Magic. Ah, okay, das ist das, ne? Beide Schauspieler locker hetero. Also auf jeden Fall. Safe. Und werden bestimmt weiter dafür bezahlt, dass die bei Interviews so Ach, du meinst sexual Fanservice-mäßig, machen, ne? Ja. Ja, ja. Sollen wir das auch machen? Immer. Das ist Dakaichi, my number one. Das haben wir angefangen zu gucken, aber dann ging das zu wenig. Das ist der Schauspieler, der so richtig krank obsessiv mit dem ist, oder? Ja, genau. Ja. Oh mein Gott, nein, wir haben den sogar zu Ende geguckt. Echt? Aber das war halt richtig weird, weil er war halt so krank, obsessiv und dann gab es immer diese merkwürdigen Cuts und man wusste überhaupt nicht, was zeitlich passiert und auf einmal waren beide nackt. Der Anime hatte voll den Wash. Es bestimmt ist so richtig Manga Schlag besser. Auf Schlag passiert. Ja, ja, ich glaube, der Manga ist deutlich besser. Dann haben wir hier ein Fremder am Strand. Das war ein Erlebnis. Das war ein, ja, der, den Film... Ich habe mich so auf den Film gefreut. Also ich habe den gar nicht verstanden. Vielleicht bist du einfach zu dumm. Oh nein, da muss ich einen IQ-Test machen. Ich habe den auch nicht verstanden. Dann bist du wahrscheinlich einfach zu dumm. Wahrscheinlich. Ich muss einen IQ-Test machen. Oh, The Night Beyond the Three-Cornered Window wollten wir mal gucken. Echt? Ja. Wir nehmen halt diese Klischees im Boys Love einfach, dass gerade bei den Animes die erste Begegnung häufig irgendwie sexuelle Belästigung oder sowas ist. Und deswegen ist es halt immer richtig amusing für uns, wenn wir das uns halt angucken und... Es ist halt schon ein bisschen absurd teilweise, ja, ne? Ja, und deswegen haben wir manchmal diese Abende, wo wir uns einfach ganz viel davon reinziehen und irgendwann stumpft man auch so richtig ab. So, da wird irgendwer gegen die Wand gedrückt, will das gar nicht. Und wir nur so. Oh, Jun Romantica war so der Boys Love Anime, der mich vom Humor her so gecatcht hat. Ich fand das richtig witzig. Ich fand Snake Eyed Hardcore sogar noch besser. Weil ja, ich fand das so cool am Anfang. Diese Szene ist mir so im Kopf geblieben. Als alle dachten, okay, Onodera, der hat mitbekommen, wie die Leute über den lästern. Ja. Und dann gibt es diesen Cut, wo er im Badezimmer ist und es fallen so Tropfen ins Waschbecken, aber es ist einfach nur er, wie er so richtig wütend so einen Becher hält und ist so, ich bin nicht mehr so erfolgreich, weil meine Eltern hier arbeiten. Ja, das und das fand ich so sympathisch, dass der mal nicht so knatschig war irgendwie. Ja, das stimmt. Obwohl, der hat schon ein bisschen geknatscht. Ja, aber... Aber nicht so viel in der Szene nicht. Was haben wir denn hier? Age Gap. Die Sache mit dem Alter. Oh, das okay, ist das ist interessant. Geliebt oder verpönt, manchmal mit Vorsicht zu genießen und doch ein Reiz, dem viele nicht widerstehen können. Altersunterschiede bringen auch im Boys-Love-Genre so manches Herz zum Höherschlagen. Doch was macht diese Alterslücke eigentlich aus und wieso birgt sie Risiken? Ja, fragt euch das doch mal, wenn der eine Part wie ein Kind aussieht. Warum birgt es dann Risiken? Ich muss zugeben, ich bin da auch kein so großer Fan von, eben weil der jüngere Part in Yaois oftmals wie ein Kind halt aussieht. Ne? Mhm. Und das ist halt schon sehr bedenklich, wenn das Pendant dazu dann wirklich über 30 teilweise ist. Und nicht nur das, sie verhalten sich auch so wie Kinder. Ja, und das ist halt schon wieder ganz schwierig, weil es auch ganz falsche Bilder im Kopf eines Menschen dann hervorruft, wie so eine Beziehung aussehen sollte. Wenn man das jetzt beispielsweise mit 12, 13 liest, während man noch mitten in der Pubertät steckt und durch sowas wird man ja auch irgendwie geformt. Das kann einen ganz schnell verformen. Es gibt unzählige Age-Gap-Manga, in denen es zum Beispiel um Schüler-Lehrer-Beziehungen geht. Ja, kennt man, ne? Ich glaube, jeder war mal in einen Lehrer verknallt. Ja. Ein Thema, das nicht nur riskant, sondern oft auch moralisch heikel ist. Mhm. Immerhin ist es, selbst wenn die Liebe einvernehmlich ist, wovon wir jetzt erstmal ausgehen. Nein. Ist geil, dass sie das schreiben. Der Schüler noch minderjährig und der Lehrer würde so Unzucht mit Minderjährigen begehen, was verboten bzw. illegal ist, was auch richtig ist. Mhm. Aber nicht nur das, denn es existiert natürlich auch ein ungleiches Machtverhältnis in solch einer Beziehung. Schließlich hat ein Lehrer stets die Oberhand. Mhm. So muss der Schüler zum Beispiel vor einer Trennung oder Abweisung zusätzlich noch abwägen, ob ihn danach Nachteile, wie zum Beispiel schlechtere Noten erwarten, von dem Missbrauch der Machtposition eines Lehrers mal ganz abgesehen. Das Problem ist, sowas ist halt mega spannend. Es ist ganz schwierig. Es ist wirklich schwierig. Weil auf der einen Seite birgt es die Gefahr, dass Kindern und jungen Menschen dadurch eine falsche Idee in den Kopf kommen kann. Andererseits ist da ein unglaubliches Potenzial für sehr spannendes Liebesdrama. Ja, es ist halt Reiz. Es ist voll der Reiz. Und ich glaube, deswegen gucken so Leute das auch sehr viel und sowas kommt ja auch einfach unfassbar gut an. Aber sowas wird halt auch nicht aussterben. Es ist halt auch fiktiv, weißt du? Ja. Es ist ja, da ist ja immer so die Sache, es ist halt immer noch gezeichnet, es kommen keine echten Menschen irgendwie zu Schaden, aber verliert man dafür nicht ein bisschen diesen Gedanken zu dieser Gefahr halt, weißt du, was ich meine? Ja, genau, die checken das nämlich nicht. Man stumpft ab. Man stumpft so wie wir, ab. Wenn wir einen ganzen Abend Yaois durchgucken. Man stumpft wirklich ab und das ist halt wirklich eine Gefahr. Ist halt wirklich so. Ja, hier haben wir es nämlich so. Mancher Fan wird sich vielleicht dennoch denken, und ist doch nur eine Geschichte.
Geschichte. Jein, in manch einem Land kann das schon Probleme machen, denn Fiktion wird nicht immer nur als Fiktion gesehen, was manchmal ja auch verständlich ist. Sonst gäbe es wohl auch keine FSK-Kennzeichnungen oder Altersempfehlungen. Letztendlich geht es vor allem darum, wie mit der Thematik umgegangen und ob sie verharmlost wird. Ein schwieriges Thema, das nicht immer unproblematisch und daher mit Vorsicht zu genießen ist. Da hilft es auch nicht, dass in vielen Yaoi- und auch Boys-Love-Manga gerade der klassische Uke oder in häufigen Fällen eben der jüngere Part stereotypisch oft klein und zierlich dargestellt wird. Sprich, sie wirken oft jünger, als sie es eigentlich sind. Ja. Die sagen gerade genau das, was sie gesagt haben. Aber dann siehst du, das ist ein richtig guter Beitrag. Es ist auch sehr wichtig, darüber zu reden, wirklich. Weil es auch nicht nur Boys Love betrifft, es betrifft leider die ganze Anime-Industrie. So, siehst du? Das ist so absurd. Dazu kam gefühlt alles raus. Man hat einen Manga. Ich wette, da kommt noch ein Anime. Es gibt diese Serie. Und jetzt kommt noch ein Film. Wie sehr will man ein Genre ausschlachten? Japan, ja. Also es geht auf jeden Fall darum, er ist 30 Jahre alt und es gibt diese Sage, er wird halt 30 als Jungfrau und kann dann halt anfangen, Gedanken zu lesen. Also dafür muss man eine Person berühren, ne? Und auf jeden Fall, er begegnet dann im Aufzug ihm. Durch einen Unfall werden die beiden gegeneinander gedrückt. Es ist so cringe. Oh mein Gott. Und dann hört er, wie er sagt, diese Haare riechen aber heute wirklich gut. Ich bin so froh, dass diese Person heute wieder im Aufzug ist. Und er denkt sich so, mein Boss, ist sein Boss natürlich, steht auf irgendeine in diesem Aufzug. Und dann wird ihm später klar, dass er ihn meint. Und da geht's ab in der Hose. Dann ist er direkt in ihn verknallt. Also schockverliebt wirklich. Er sieht gut aus. Ah, guck mal, das sieht aber auch ein süßes Bild. Ach, die sind auch wirklich süß zusammen. Nur das, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt ganz viele seiner Probleme. Er ist halt so, er weiß nicht, wie er bei ihm steht. Und er kann nicht nachfragen, so, weil er dann Angst hat. Er macht sich irgendwie nicht mal unbeliebt, aber dass er ihn einfach in eine schwierige Lage bringt. Auch in der Arbeitswelt, das ist ja natürlich sau schwierig. In Japan, du bist schwul oder stehst auf einen Mann. Wenn das rauskäme, er verliert also locker sofort seinen Job. Safe. Ja, auf jeden Fall. Fans des Genres können sich freuen, es kommt ein Film. Was glaubst du, was die da machen? Fische fangen. Guck dir an, was der von der Nase hat, Junge. Wie die Nase eines Mannes. Ja, Bad Buddy. Und Not Me aus Thailand. Ja, Thailand springt jetzt also auch auf dem BL-Hype-Train auf. Endlich. Das heißt, uns erwarten in Zukunft auch sehr viele spannende Dinge. Und immer diese Real-Life-Verfilmung finde ich voll interessant, ja, weil eigentlich weiß ich ja gar nicht, wie das so da... Nee, ich auch nicht. Also wir können es uns ja mal angucken für euch und wenn ihr Interesse habt, dann können wir auch ein bisschen darüber quatschen. Oder ihr habt das zufällig gesehen und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ja, irgendwie, das würde mich generell mal interessieren. Ja, wenn ihr irgendwas Boys Love-mäßiges aus Thailand mal gesehen habt, wie ist das da? Ist das so vergleichbar mit Japan? Ist das viel, gehen die mehr ran? Keine Ahnung, Mann. Das ist aber ist eigentlich echt spannend. Ja, schon. Das kenne ich. Das kenne ich auch. Das ist Webtoons. Damit kennst du dich doch aus, du Schlingel. Ich kenne alle. Das kenne ich auch. Das ist dieses Painter of the Night. Ja, das ist krank. Die sieht aus wie Atsu. Okay, wir sind bei den BL-Webtoons angekommen. Ja, da ist sie Experte. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe ein paar gelesen. Aus Neugier. Aus Neugier? Wir machen das alles nach. Was sind die Boys Love? Ja, natürlich. Besonders hier. Bist du der oder der? Ich will keiner von den beiden sein. Also ich habe es nicht gelesen, deswegen musst du jetzt sagen. Ja, dann bist du selbst der da. Ich glaube, ich wurde gerade hart gedisst. Der sieht ja knuffig aus. Das also ist sehen beide voll also, knuffig aus. Also wer auf so Holzenkram steht und überhaupt nicht viel Drama oder so, dann ist das hier perfekt, weil das ist wirklich ein super schöner Webcomic. Bei dem ist das anders. Da geht es sehr viel um Vergewaltigung und Verschönigung darüber. Wolltest du, und du hast gesagt, ich bin der? Ja klar. Der hat so einen breiten Hals. Das haben die aber voll oft. Die haben auch richtig große Hände. Oh mein Gott, sind Yaoi-Hands noch ein Ding? Wahrscheinlich, ja. Aha, krass. Also ich beneide auch die Künstler voll, weil das ist wirklich, jedes Bild ist so mit so viel Liebe gezeichnet. Die kommen auch so oft aus Südkorea. Ja. Echt interessant, ne? Ja, also weil das ist ja eigentlich da gar nicht so. Killing Stalking kommt daher, Painter of the Night, diese ganzen anderen, mehr kenne ich nämlich nicht. Hier sind wir bei den Mangas. My Pretty Policeman. Oh, willst du nicht My Pretty Policeman sein? Nee. Oh, The Male Bride, das habe ich bei Kaizen gesehen. Der meinte, das wäre gut. Das ist ja auch so ein Ding. Macht dich sympathisch. Das ist in Japan so viel, viel geläufiger, dass da Männer auch Boys Love lieben und gucken und was weiß ich alles. Und die werden dann auch gar nicht irgendwie hinterfragt, ob die vielleicht schwul sind oder so. Die können das einfach da lesen. Aber wenn die dann echt schwul sind, das geht so weit. Mein geliebter Gaming-Freund ist mein fieser Boss. Oh, das ist meine Zukunft, deine Zukunft. Ich bin dein Gaming-Freund und dein fieser Boss. Sasaki und Mio! Sasaki und Miyamo! Miyamoto, Eli. Ich will immer Miyamoto sagen, Alter. Vielleicht wegen Miyamoto, der Typ von Nintendo. Kann sein.
Nee, klar, nee, hab ich natürlich auch gedacht. Mir das jetzt nochmal? Sasaki und Miyano. Das ist aber sehr aggressiv. Ich frag mich, wieso. Ja, in dem Anime geht es darum, dass der, das war Miyano, ne? Ja, dass Miyano voll der Boys Love-Fan ist. Und sein Klassenkamerad Sasaki interessiert sich für ihn und natürlich dann auch, was er da so liest und steigert dann wirklich auch mit in diese Fanbase ein und macht das wahrscheinlich nur, um ihnen zu gefallen, aber es ist trotzdem süß. Die sind auf einer Jungschule. Ich wundere, dass der Geld ist. Ah, die hatten diesen einen Charakter, der hat sich die Haare gefärbt. Ja, aber der Anime ist sehr soft und sehr süß. Ja, wenn man ihn auf doppelter Geschwindigkeit guckt, dann ist er gut. Ja, nächste Seite. Wie findet ihr, dieser Charakter ist in irgendeiner Weise oder sollte in irgendeiner Weise sexuell anziehend sein? Ja. Ja. Alter, darüber... Alter, ich weiß da will nicht. Ich gar keine Worte. Und das ist sogar Yaoi / Hentai. Und dann denke ich mir so, okay. Age Gap. Ja, machen wir mal weiter. Ja. Ja, und dann haben wir Spirit Pack. Das hatten wir ja auch schon vor. Das catcht mich irgendwie auch. Ja, das sieht echt süß aus. Mhm. Oh mein Gott, aufgrund des in China 2015 eingeführten Verbotes von homosexuellen Inhalten in den chinesischen Medien werden Girls Love und Boys Love Fans dort niemals in den Genuss von explizit homoerotischem Material kommen und müssen so stattdessen für jede Produktion ihre Fantasie spielen lassen. Sind sie nun schwul oder ist es doch nur Freundschaft? Diese Schwammigkeit des Genres kann natürlich auch zu Problemen führen, denn wenn gar kein explizites Boys Love existiert, dann wird ganz schnell jedem Werk mit zwei männlichen Protagonisten eine Liebesstory angedichtet. Hm. Oh mein Gott, es gibt einfach ein Verbot. Gut, nächste Seite. Das kenne ich tatsächlich nicht. Und anscheinend ist das von einer Deutschen. Es ist ein emotionaler Webtoon. Von einer Deutschen, oder? Tatsache. Ja. Hier. Da könnt ihr sie auch auf Instagram folgen, wenn ihr euch die Story mal durchlesen wollt oder so. Der sieht aus wie Atsumo. So, nächstes machen wir weiter. Ja, guck mal, schönes Ideal. Oh mein Gott, wir haben sogar einen kleinen... Okay. Also... Eigentlich bin ich dir gefolgt, weil ich dich so sehr vermisst habe, Gappi. Und dass du so lieb zu mir bist, trotz dass ich dir so viele Schwierigkeiten bereitet habe. Nicht der Rede wert. Ich bin nur so froh, dass du jetzt hier bist. Es tut mir leid, ich weine einfach, weil ich das so emotional mitnehme. Danke, dass du mich schon wieder gerettet hast. Bist du aufgewacht? Siehst du mich denn so niedlich an? Du bist so schön. Merci. Ja, und dann geht's hier so weiter. Das konnten wir jetzt nicht ausführen, weil ich habe keine Kondome geklingelt. Mehr. Jetzt kommen die Poster. Das wird schön in mein Zimmer hängen. Ja, ohne Witz. Wer will sich das nicht hinhängen? Oder die beiden süßen Girls hier. Ai und Rina. Ja. Das ist Paralleluniversum Wazy Time. Ich kannte mal eine Rina. Wow. Echt? Mhm. Deswegen war das so dick. Dick. Weißt du, dick. Ist es das, was ich... Oh mein Gott, sogar mit dem... Also ganz ehrlich, welches Girl oder welcher Boy wird nicht schwach, wenn man die hier rausholt? Sex muss sein, aber fangen die nichts ein. Ey, warte, jetzt haben wir Kondome. Habe ich dich gehauen? Nein, ich bin gegen den Stuhl gelaufen. Ja, dann haben wir so Herzchen-Sticker. Süß. Ja, die sieht cool aus, hat eine coole Frisur, beide. Dann haben wir noch ein bisschen aus wie Mikasa. Postkarte, ja. Ich glaube, das schicke ich dem Ferus, dem gefällt sowas. Ja, dann schicke ich das Angie. Ja, mega. Ja, jetzt sind wir beim Girls Love-Teil. Girls Love. Jetzt erfahren wir endlich, wo man in Japan queere Partys feiert. Yes. Da wollen wir mal. Guck mal, erstmal Titelblatt Sailor Moon, wunderschön. Unter Raptor gibt es natürlich auch noch andere Magazine. Beispielsweise gibt es noch die Koneko und die K-Bang. Also Koneko ist halt so generell für Animes einfach. Dann gibt es auch noch die Koneko Sports für Sport-Animes. Dann die Classics, halt mehr so nostalgisch angehaucht. Und halt die K-Bang. Das könnt ihr alles auf der Seite von Raptor nachlesen, nachkaufen, wie ihr wollt. Verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Bromance meets Boys Love. Ich dachte, das wäre der Girls Love-Teil hier. Wenn aus Freunden mehr wird. Out and Proud, japanische Gay Partys und mehr. Japan ist nicht nur wegen der Popkultur und dem großartigen Essen immer wieder ein Trip wert. Das Land bietet eine Vielfalt an Meer und Berge, Natur und Skylines, traditionelle Mode und moderne Technik. Und ebenso vielfältig sind die Menschen. Darum wird es auch immer diverser in unserem Lieblingsreiseland. Ja, krass, dann ist das wirklich jetzt so eine Community, die sich immer mehr aufbaut, ne? Das entwickelt sich und das ist schön. Es gibt eine 6-stöckige Schwulensauna in Osaka.
Boah, krass, okay. Das ist einfach das Pascha in Japan. Stell dir mal vor, du triffst da deinen Chef. Das ist natürlich unangenehm. Sapporo am anderen Ende Japans, also ganz oben im Norden. Die Stadt gilt als besonders queerfreundlich. Ein Teil des Entertainment-Distrikts Susukino widmet sich komplett der LGBTQIA+-Community. Wow. Wow. Ja, krass. Also es scheint echt immer mehr im Kommen zu sein. Mhm. Queerbaiting? Nein, danke. Queerbaiting? Einfach eine neue Marketingmasche. Oder wenn eigentlich heterosexuelle Charaktere nur für eine Episode bisexuell werden, um eine Marktlücke zu füllen oder ein noch größeres Publikum zu gewinnen. Aber ja, da haben wir zum Beispiel das Beispiel mit Rin und Haru. Mit Rin und Haru? Haru. Ja. Mhm. Ja. Ja, aber das, die Dynamik fand ich eigentlich ganz schön. Ich muss zugeben, für mich, das spielt halt in diese Gedanken mit rein, Bromance oder wann ist es dann schon Boys Love, weil für mich war das jetzt nicht unbedingt Queerbaiting. Vielleicht sollten wir auch erstmal lesen, was hier steht. Ja, also es wird halt basically gesagt, dass Fanservice gleich Queerbaiting gleich sollte man eigentlich nicht machen. Stimme ich auch gewissermaßen zu, weil es ist natürlich, ich meine, sowas könnte man beispielsweise mit so zwei, einem Heteropärchen halt nie machen. Keiner guckt sich jetzt eine Serie an, weil da irgendwer sagt, boah, da wird ein Heteropärchen angeteased, das will ich jetzt unbedingt gucken. Das heißt, es macht das wieder zu sowas Besonderem, zu sowas anderem und das spielt natürlich entgegen dieses, dass das einfach normalisiert sein sollte, aber ich muss auch zugeben, ich catch das auch immer wieder. Ja, weil, also es ist halt... Ich meine, ja, zwei gut aussehende Typen sind. Ah ja, hier haben wir Hikaru Utada. Und das Thema Non-Binary. Hikaru Utada sagt halt, dass die Menschen in Japan gar nicht so intolerant sind, sondern dass sie wirklich überfordert mit der Situation sind, weil die das gar nicht checken. Also das gibt es einfach viel zu wenig in der Gesellschaft. Und für die ist das natürlich dann was ganz, ganz was anderes. Und die können halt nicht so über den Tellerrand schauen, würde ich und jetzt sagen. Und das ist halt für die Betroffenen selbst auch mega das Problem, weil die halt dann ein Problem damit haben, ihre eigene Identität dann zu finden, weil die ihr ganzes Leben sich irgendwie verbogen haben für andere und es ist halt schwierig, dann auf einmal zu sagen, okay, vielleicht bin ich einfach non-binary, weil es ist eben nicht einfach. Ist es wirklich nicht. Und Hikaru Utada will natürlich für mehr Toleranz sorgen, ne? Dass das halt mehr im Gespräch ist und so. Ja. Da kannst du Japanisch lernen! Homosexualität. Homosexuado. Gehörst du... Okay, gehörst du dem LGBTQ-Spektrum an? LGBT no... Hito na no? Da ne. Sore wa mada kimete nai dakedo. Oh, ich hab mich nicht entschieden. Oder? Ich bin eine Frau, Genie! Watashi nara donas. Sebetsu demo tajobu. Du lernst das bitte, das ist klausurrelevant. Nächste Woche gibt's einen Vokabeltest. Guck mal hier, he's expecting. Ah, davon haben wir die erste Folge angefangen, das ist richtig cool. He's expecting, da geht's darum, dass auf einmal Männer auf der Welt schwanger werden statt Frauen. Ja. Und das ist so witzig, weil es geht auf einmal darum, wie es wäre, wie sich die Männer dann fühlen und das ganze Thema Homosexualität in Japan und es ist eine richtig gute Serie, die kann man auf Netflix gucken. Sehr unterhaltsam. Die kann man, also, die kann man auch relativ schnell eigentlich weggucken einfach. Review Starlight. Das sieht aber aus wie so ein... Love Life, genau. Ja. Aber anscheinend ausgelegt für das Girls Love Publikum. Mhm. Aber echt süß gecastet. Ja, das stimmt. So. Was sagst du? Also wirklich, ich finde es richtig cool. Ich finde es auch richtig cool, was da alles für Themen aufgegriffen wurde, dass man auch mehr um das Ganze drumherum und so erfährt, dass man auch über kontroverse Themen redet und das auf eine sehr, sehr gute Art das beleuchtet. Also da wurde offensichtlich nicht auf irgendeine Seite einfach Stellung bezogen. Mhm. Und ich finde es gut, dass da Kondome bei sind, weil ich brauche das. Doki Doki ist ein sehr, sehr schönes Magazin für alle, die auf Boys Love und Girls Love stehen. Aber nicht nur das, sondern jeder sollte sich... Das Licht hat sich gerade verabschiedet, aber deswegen würde ich dann zum Schlusswort kommen und sagen, sollte jeder sich mal angucken. Auf jeden Fall. Ja. Es scheint halt auch nur einmal im Jahr. Und ich finde es toll, wenn man mit einem Kauf sowas unterstützt. Auf jeden Fall. Weil in unserer heutigen Gesellschaft ist es immer noch nicht so normal, wie alle denken. Und das muss vorangetrieben werden, oder? Ich finde es ehrlich gesagt einfach so cool. Ich hatte vor lange kein Magazin mehr. Ich hatte früher immer das Bussi-Bär-Magazin und da mochte ich immer die Spielsachen, die dabei sind. Ja. Jetzt sind halt Kondome dabei, man wird erwachsen, so ist das. Abonniert diesen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Yes. Vielen Dank nochmal an das liebe Doki Doki Team für die Zuschickung dieses tollen Magazins. Ansonsten, vergesst nicht Leute, ein Weeb zu sein bedeutet, seinen Horizont zu erweitern. Bisschen Bi schadet nie. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. So, jetzt komme ich endlich rummachen.